Hallöchen, meine Lieben, zum nächsten Restock. Ich darf heute nicht schneiden, ich kann nichts bearbeiten, ich muss das runterrasseln. Es ist einfach nur Katastrophe im Moment. Ich muss und möchte dieses Video einfach für Jenny machen. Obwohl ich total krank bin, wir sind mitten im Umzug, haben noch kein Internet bis zum 5.8. Und ich habe eigentlich gerade meine Kamera mitgenommen, um zu filmen hier in die Wohnung. Beziehungsweise eigentlich war ich in einem anderen Zuhause, habe dann halt gesehen, ich habe keine Speicherkarte, habe gedacht, ich hätte die noch hier. War wohl nichts. Hier auch nichts. Jetzt muss ich mit Handy filmen. Ich hoffe, dass das klappt und dass ich das gleich direkt hochladen kann. Ich habe das noch nie gemacht. Naja, auf jeden Fall wollte ich ganz am Anfang, bevor ich das nämlich nachher vergesse, wollte ich nämlich eine Ankündigung machen. Und zwar bietet nämlich Jenny von Traumdüfte, deren Sachen ich ja jetzt auch wieder zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das sage ich jetzt extra. Normalerweise schreibe ich das ja hier oben hin. Aber da ich das Video ja jetzt nicht schneiden kann, muss es halt so gehen. Aber wenn ich jetzt gleich eine tierische Nasenputzanfälle oder sowas kriege, bitte, ne, seid gnädig mit mir. Warum auch um? Entschuldigung. Tut mir total leid, aber ich kann jetzt nicht schneiden oder so. Es ist einfach nur scheiße. Ja, auf jeden Fall macht Jenny im November einen Adventskalender für uns, was ich total cool finde. So, sie muss allerdings jetzt schon wissen, wie viele Leute bestellen wollen. Also, wenn jemand von euch, weil ihr seid ja nicht alle bei Facebook oder bei Instagram tätig, wenn ihr einen haben möchtet, dann müsst ihr den jetzt vorbestellen. Bezahlt wird erst im November und geliefert natürlich auch erst im November. Aber alles andere müsst ihr im Bemerkungstext bei eurer Bestellung dieses Mal angeben, weil nächsten Monat wird es keinen Restock geben, weil halt das Wetter im August vielleicht ein wenig heißer wird. Ja, werden zwar also Custom-Ordern könnt ihr bestellen. Allerdings werden die natürlich auch erst dann verschickt, wenn es nicht gerade 35 Grad draußen ist. Da muss man natürlich, weil ihr wollt ja auch keinen Brei zu Hause anhaben, also bekommen. Ja, und dann müsst ihr halt auch ein bisschen Geduld haben, weil mittlerweile hat Jenny halt auch ein bisschen mehr zu tun als am Anfang, dass die Custom-Ordern die Bestellungen nicht innerhalb von 3 Tagen fertig sind. Ist ja auch logisch. Manch andere Gießerin brauchen ein halbes Jahr, also nebenbei, ne? So. Ein paar neue Teelicht-Duftlichtlampen hat Jenny auch bekommen. Schaut auf jeden Fall mal in ihrem Shop vorbei. Ich wollte euch aber jetzt was meine Nase so zulässt, wollte ich euch mal die Düfte zeigen, die Jenny jetzt mir für diesen Restock zugeschickt hat zum Vorschnuppern. Ich war ja im Urlaub, habe mich im Flugzeug, denke ich mal, habe ich mir eine gute Bronchitis eingefangen und der Umzug war demnach richtig anstrengend bisher. Aber das hier ist halt die alte noch, ne? Ist nicht mehr viel. Aber ja, gut. Was sollte ich noch erzählen? Normalerweise schreibe ich euch ja immer die Duftbeschreibung hier hin. Das kann ich ja jetzt auch nicht, aber das werdet ihr in Zukunft auf jeden Fall wieder so sehen. So, ich fange an mit den kleinen Tafeln. Da haben wir einmal die Volcano. Die hatte ich schon mal als kleines Testmeld, glaube ich. Und der Duft, der hat mir richtig gut zugesagt. Das ist so ein brausig-spritziger Duft. Finde ich total toll. Der erinnert einen total an Kindheit, aber der hat so was Limonadenmäßiges. Also Gott sei Dank riecht meine Nase den noch. Also der ist so ein richtig schöner, spritziger Duft. Der erinnert mich total. Also ich muss das auch ein bisschen schneller machen. Ich weiß nicht, wie lange mein Handy aushält. Der erinnert mich total an einen Duft, den ich mal von Quatsch, von wie heißen die? Iceflower hatte. Irgendwas mit Rainbow. Also ich mochte den auch total gerne, dieses spritzige, brausige. Achso, was ich noch sagen möchte, für diesen Adventskalender, habe ich gerade gesagt, der kostet 50 € wird der kosten und in jedem Türchen wird 10 bis 30 Gramm drin sein. Also ein richtig geiles Schnäppchen. Vor allen Dingen wird Jenny sich da was einfallen lassen, dass es halt auch hübsch anzusehen ist. So, ich habe nochmal Bubblegum. Bubblegum, oh Gott, das ist so umständlich. Und guckt euch mal meine Nägel an. Ich wollte die eigentlich noch ablackieren. Vom Umzug ist das, ne? Oh, Bubblegum ist einfach nur mega. Dieses Kaugummi, was man damals, diese kleinen viereckigen, wo Tattoos drum gewickelt waren. Genauso riecht das. Also nicht dieses pappig-süße, das ist auch pappig-süß, ne? Aber
Das ist halt, es gibt halt dieses, einmal dieses rosane Bubblegum, nenne ich es jetzt einfach mal. Danach rieche ich das nicht. Danach riecht das nicht. Aber eher so nach diesem ja, weißlichen Bubblegums. So, dann habe ich hier Sunny Beaches. Habe ich noch, die Buchbeschreibung hat mich auch sehr interessiert, als ich das gelesen habe. Hat ein bisschen was von Sun and Sand von Yankee Candle. Aber ich glaube kokoslastiger. Glaube ich zumindest. Riecht gut. Doch, riecht wirklich sehr gut. Kann ich nur empfehlen für jetzt die warmen, schönen Tage. So, die letzte Tafel, übrigens, die Tafeln kosten bei Jenny im Shop 3 Euro. Und hier habe ich Fruit Slices. Fruit Slices, boah, den habe ich letztens, jetzt, ich glaube, den hatten wir im letzten Restock oder davor als Melt Cup. Und der ist ähnlich wie, was war das nochmal genau, Volcano. Nur noch ein Ticken süßer, fruchtiger. Also auch so spritzig, brausig und sowas liebe ich im Sommer. Dann brauche ich, ja, also habe ich gerne mal sowas. So, und eine Tafel hat Jenny mir noch on top dieses Mal, also den großen, geschickt, was ich total geil finde. Ich weiß gar nicht, welches war das noch. Ich muss mal kurz gucken. Genau, weil ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Auf jeden Fall meinte sie so, ja, ich habe wieder Watermelon Punch, den wolltest du doch mal ausprobieren und so. Den habe ich jetzt im Restock. Möchtest du davon noch eine Tafel? Und ich so, ja, gerne, ne? Und dann hat sie mir halt noch eine, weil ich kriege ja immer 4 Stück von ihr. Und ja, da hat sie jetzt mir noch Watermelon Punch dazu gelegt. Voll geil. Und ja, da bin ich mal gespannt. Oh. Boah, ist der intensiv. Und Leute, wirklich, meine Nase, bisher hat meine Nase jetzt alle 4 Düfte und alle 5 wahrgenommen. Der ist krass. Obwohl ich normalerweise, ich habe wirklich, ich rieche kaum noch was. Aber der ist, das ist ein richtig krass authentischer Melonenduft. Ich bin ja normalerweise nicht so für Melonenduft, aber der ist echt gut. Hat ein bisschen was, so eine Puppelfarbe. Ich darf nicht lachen, kriege ich immer direkt Hustenanfälle. Naja, auf jeden Fall In the Stars. Ist, glaube ich, ein Bath & Body Works Typ. Den hat, da hat Jenny sich total drin verliebt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Sie hat davon so geschwärmt. Naja, ich glaube, da muss ich jetzt mal eine kräftigere Nase dran nehmen. Übrigens, die Tafel wunderschön mit diesen Pailletten. Ich stehe ja total drauf. Schade, hier, da ist meine Nase jetzt wirklich ein bisschen zu krass lidiert. Aber ich merke, da, ich glaube, da ist was Bäriges drin. Bärig parfümig. Boah, ich glaube, dass es ein richtig toller parfümierter Duft ist. Also, ich freue mich drauf, dass ich die dann verdüfteln kann, wenn ich wieder gesund bin. Die Krise. Vor allem den ganzen Umzug, ständig Kopfschmerzen, mir war nicht gut und das muss ja gemacht werden. So, jetzt habe ich hier Orange Blossom. Ihr seht wahrscheinlich überhaupt nichts, vor allen Dingen auch spiegelverkehrt, denke ich mal. Deswegen brauche ich gar nicht in die Kamera zu halten. Und Orange Blossom hatte ich mal als kleine Tafel oder habe ich immer noch so Stückchen von. Und der ist wirklich, ihr riecht die Orangenplantage. Wenn sich jemand frisch wirklich neben euch die Orange oder Mandarinen schält, wenn da noch so grüne Stängel dran sind. Ist ein richtig toller Sommerduft. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hingucken muss. Ist das richtig, wenn ich da hingucke? Keine Ahnung. So, dann habe ich hier nochmal Vital Energy. Boah. Ja, da seid ihr umgefallen. Ja, the real life hier, ne? Oh Gott, jetzt ist das scheiße. Gott, ich hoffe, das. Naja, auf jeden Fall Vital Energy. Ich hoffe, das lädt gleich schnell hoch hier mit dem Handy. Weil ich habe hier kein Internet. Ja, Vital Energy ist so ein cremiger, schon so ein bisschen Nivea-mäßig, finde ich. Ich glaube, nee, Blue Cream. Nivea? Nivea. Also das Blue Cream von Jenny ist im Moment auch ausverkauft. Jenny kriegt das Duftöl im Moment nicht. Total schade. Aber bald ist es wieder soweit. Also, ne, ich denke mal, dann
im September Restock. So, dann haben wir hier Love Story. Die Tafel sieht auch wunderschön aus mit den Pailletten und so. Ich liebe das, Jenny, wenn du das tust. Ja. Hat ein bisschen was von Babypowder so. Ja, Babypowder nur fruchtiger. Ist bestimmt auch was für viele, die nicht auf dieses komplett pudrige abfahren. So, jetzt beginnen wir mit ja, den Melt Cups. Ich glaube, die heißen so. So, jetzt da haben wir einmal Kokomilk and Lavender. Oh, mega. Ich bin ja normalerweise kein Kokosmädchen. Aber der ist schön. Boah, ist der schön. Der hat dieses weiche, milchige und dann dieses beruhigende Lavendelmäßige. Oh mein Gott, ist der gut. Hammer, hammer, hammer. Oh, was ist das denn? Ach, das ist ein Testmelt. Davon hat Jenny erzählt, genau. Sie meinten, hatte mir nämlich erzählt, dass sie das ein bisschen umstrukturieren muss in Zukunft. Und es gibt dann nicht mehr drei Goodies in dieser Tüte, sondern, so wie ich verstanden habe, zwei und ein Testmelt oder so. Aber da erzähle ich euch dann noch genaueres drüber. Bin mir da nämlich jetzt gerade auch nicht zu 100% sicher. Naja, auf jeden Fall hat sie hier nämlich ein Custom. Gain und Velvet Sugar. Also Gain ist ja dieses Lenore-Weichspülermäßige. Und Velvet Sugar ist ja was Süßes. Ne? Boah, ich finde das Handy jetzt ein bisschen, war das eben auch schon so doof eingestellt, dass ihr mehr Dicke seht als mich? Oh, das ist ein schöner Duft. Der ist ja nicht ganz so beißend. Obwohl ich fand Gain auch geil, muss ich sagen. Pur ist Gain auch super. So, dann haben wir Vermont Honey Apple. Bringt nichts, ne? Ist ja wie gesagt spiegelverkehrt. Keine Ahnung. Oh. Das ist, glaube ich, mal ein Apfelduft, den ich mag. Ich rieche wirklich nur den süßen roten Apfel, nicht diese typischen grünen. Und ich rieche nichts Gegorenes. Wie geil ist das denn? Aber ich rieche auch noch so was Orangiges. Kann das sein? Ach, das ist der Honig vielleicht. Also mega gut. Finde ich gut. Also das, was ich riechen kann. Raspberry Lemonade. Oh ja. Ja. Der ist süß, aber hat er Zimt mit drin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich rieche da irgendwas Zimtiges. Auf jeden Fall auch so ein Duschgel-cremiges Faktor, Cremig-Faktor. Also es würdet ihr euch ein paar süßes Duschgel kaufen, wo noch so Creme draufsteht. Und so riecht das so ein bisschen. So, dann haben wir Iced Lemon Cookie. Das ist halt wieder Food, ne? Cookie, ne? Wie der Name schon sagt. Das ist was für euch Food-Liebhaber. Hat schon wirklich sehr krassen, wie so ein trockener Mürbeteig-Keks, würde ich jetzt eher sagen. Jetzt nicht diese saftigen Kekse, die es bei Subway zum Beispiel gibt. Aber ich rieche auch was Würziges. Was schon fast nach Maggi tendiert. Aber vielleicht kriegen wir da nochmal einen genauen Duft hin, wenn ich da genauer weiß. Ah, Bubblegum. Ich habe hier nochmal Bubblegum, das muss ich ja nicht nochmal sagen, das hatte ich ja eben schon, mega geiler Duft. Strawberry Kiwi, da war ich sehr neugierig drauf. Oh Gott, wie hübsch ist der denn mit diesen bunten Karnevalflittern hier drauf. Mega hübsch. Oh. Perfekte Kombi. Boah, geil. Die riechen wirklich. Der riecht wie der Yankee Candle, Kiwi und Berries. Weil der erinnert, der Kiwi und Berries und Yankee, der erinnert mich halt einfach immer nur an diese Schnüre aus der Kindheit, die es in Grün und in Rot gab. Ich glaube, die gab es auch in Cola, keine Ahnung. Ich habe schon mal Grün und Rot gehabt, esse ich jetzt sogar noch. Und genau so riecht das. Leute, wie geil ist das denn? Holt euch Strawberry Kiwi. Mega geil. Dann Jasmin and Vanilla. Da bin ich aber mal gespannt. Jasmin ist ja schon geil und Vanille ist ja immer so eine Bombe, ne? Boah, jetzt wieder unter dem Fingernagel. Oh, geil. Boah, ist das eine krass geile Vanille. Boah, ist der gut. Das ist überhaupt nicht Vanillefaktor hier. Gib mir alles, Baby. Das ist einfach nur eine. Boah, eine blumige Vanille, parfümig, mega geil.
Hammer. Dann haben wir hier Wildflower, den kenne ich schon. War mein allererstes Melt, was ich von Jenny ausprobiert habe. Und dann hatte es mich schon. Das ist wirklich einfach nur mega Duft. Also mega. Boah, wirklich, der ist so. Der hat so viele Blumen in sich. Und der lädt einfach nur zum Kuscheln und Träumen ein. Also Leute, ich weiß nicht, das ist nicht so ganz so normal floral. Der ist einfach nur mega schön. Also den solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Der ist richtig toll. Oh, hier steht nichts drauf. Vielleicht habe ich hier irgendwo gleich hier was drin, was. Vielleicht kann ich sie erschnuppern. Keine Ahnung, vielleicht liegt hier was drin. Keine Ahnung, muss ich gleich mal gucken. Aber ich glaube, das könnte Nivea sein. Ja, ich glaube, das ist Nivea. Also Blue Cream heißt es dann, ja. Tea and Cucumber, das ist ja Tee und Gurke, ne? Da rieche ich jetzt nicht viel, glaube ich. Ach, ich rieche mal am Po. Ah, das ist aber schön leicht spritziger. Nee, nicht spritzig, so ein frischer. Aber ganz leicht, so. Oh, den finde ich toll, wenn man im Sommer einfach nur so den Raum runterkühlen möchte, um einfach so ein bisschen so eine leichte Brise zu haben. Finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier 1000 Wishes. Das ist auch ein Bath and Body Works Dupe. Die Melt Cups kosten übrigens 2,60, ne? Oh. Oh ja, der ist so schön. Das ist auch ein ganz toller Duft. Einfach nur ein parfümiger, umschmeichelnder, toller Duft. Also ja, der ist schön. Dann haben wir hier Mimosa Mandarin. Da hatte ich den mal. Ich glaube, den war das, den ich mal hatte. Aber boah, der ist auch schön. Ja, geh raus. Aber der hat so eine Spur Ananas mit drin. Was, ja, ich bin ja nicht so der größte, also gar nicht Ananas-Fan, sagen wir es mal so. Na, aber der ist okay. Zitronella riecht wirklich wie die Zitronenkerze, die man aus seiner Kindheit kennt, die Mama auf dem Balkon oder im Garten stehen hatte. Boah, natürlich. Ich sollte mir vielleicht mal meine Nase putzen. Ja, wie ihr seht, ich habe mich auch top gestylt heute, ne? Mega. Aber ich musste einfach nur dieses Video drehen. Habe ich die ganze Zeit von mir hingeschoben, weil jeden Tag 16 Stunden in der Wohnung am Ackern. Naja, Caribbean Breeze. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das mit den Videos sonst machen soll, wenn ich am 5.8. erst in der Techniker kommt. Und dann haben wir noch eine langsamere Leitung. Wunderbar, naja. Das ist ein sehr schöner Duft. Das ist wirklich ein richtig schöner, aquatischer, aber nicht klosteinmäßiger Duft. Ja, doch, der ist schön. Der hat irgendwas Weiches auch drin. Caribbean Breeze. Birthday Cake, das ist bestimmt wieder so ein pappig-süßer Food-Duft. Ja, aber ist halt eher so auf die vanillige Schiene. Jetzt kein Cookie oder Kuchen rieche ich daraus. Doch, so ein bisschen Kuchen schon. Ich glaube, das wäre sogar ein Foodduft, der mir gefallen könnte, weil er nicht so extrem Food ist. Der ist, glaube ich, ganz schön, was meine Nase zumindest hergibt. Aber so für so ein Food ist das tatsächlich keine diese Dröhnung, wovon ich Kopfschmerzen kriege. Moonlight Path, den habe ich, glaube ich, auch noch. Ja, den habe ich auch noch mit was anderem gekriegt. Moonlight Path ist einfach ein mega kuscheliger, leicht mysteriöser Babypowder-Duft, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wirklich. Babypowder nur mysteriöser. Finde ich mega geil. So geil, dass ich mir davon habe, einen Cookie machen. Also einen Cookie machen lassen. So, Hot Chocolate habe ich hier noch. Oh. Wieder zumachen. Das ist einfach nur pure Schokolade. Wer auf Schokoladendüfte steht, also auf Kakao, ist auf jeden Fall Hot Chocolate was für euch. Jetzt kommt meine liebste Farbe von Jenny wieder hier zum Vorschein. Das ist nämlich so ein schönes ja, Petrol-Pastell. Jolly Ranger Green Apple. Aha. Okay, das ist wieder halt grüner Apfel, so wie der Name auch sagt. Es war schön.
So ein bisschen Granny Smith-mäßig, aber was anderes kann ich jetzt nicht so rausriechen, obwohl da definitiv was anderes drin ist. Noch. Haben wir noch große? Ja, da ist noch eins. So, dann haben wir Sparkling Mint Blossom. Das ist bestimmt auch schön was für den Sommer jetzt. Tut mir echt leid, dass ihr mich so ertragen müsst. Ich hätte es gerne ein bisschen professioneller gemacht. Aber ja, das lässt alles nicht so zu. Bin froh, dass ich überhaupt dazu gekommen bin. Aber der ist schön. Richtig schön auf frische Wäsche. Leicht tendieren vielleicht zu einem leicht, aber minimal Klostein. Aber die Minze greift das schön auf, dass es nicht so wirkt. So, jetzt habe ich hier die kleinen. Ja, wie heißen die? Ich weiß es nicht. Die waren übrigens mal. Ich weiß nicht, ob Jenny das schon angepasst hat. Weil, wie gesagt, sie muss ein bisschen umstrukturieren, weil in vielen Shops kosten diese hier 2 Euro. Bei ihr haben die jetzt immer nur 1 Euro gekostet. Und sie hat gesagt, sie muss das ein bisschen anpassen, weil die Wachse sind auch teurer geworden und so. Ich weiß noch nicht, ob sie es jetzt macht oder ob sie es erst in Zukunft macht. Aber ich glaube, sie macht die für 1,30, 1,40. Ich bin mir da jetzt gerade aber nicht so 100% sicher. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Aber selbst die 1,30 oder 1,40 sind da mega Preis. Das andere war einfach nur geschenkt. Dann haben wir ja Walk in the Woods. Und den hatte ich schon mal. Und das ist ein toller Duft. Das ist halt ein Duft für mich. Ätherisch, den könnte ich mir nachher anmachen wegen meiner Erkältung. Erkältung, Bronchitis. Ja, ist auch ein schöner, waldiger, ätherischer Duft. Mega toller Duft, echt. Mag ich. Georgia Peach haben wir dann hier. Ja, das ist einfach Eistee. So, kennt ihr diesen Nestlé-Eistee? Nesti? Nesti, ne, heißt das, glaube ich. Der hat auch so einen trockenen Untergeschmack vom Pfirsich. Und genauso riecht der. Dann haben wir hier Sultana. Ich bin nicht rausgedrückt. Also so zitronig. Kann das sein? Ich rieche nicht. Okay. Ich rieche bei dem leider. Ich rieche was, aber ich kann euch nicht identifizieren, also sagen, wonach es riecht, weil meine Nase gibt mir nicht alles frei gerade. Dann habe ich Coral Reef. Oh, der ist schön. Aquatic, fruchtig, blumig. Oh, der ist schön. Oh. So, dann haben wir hier Bird of Paradise. Ja, ich finde das furchtbar, dass man viel. So ist vielleicht besser, ne? Der Vogel vom Paradies, oder, ne? Der ist wohl krass intensiv. Ja. Riecht wie ein Cocktail. Ja. Es wird jetzt nicht mein Liebster sein, aber ist okay. Blood Orange and Joy Berries. Gui? Gui Berries heißen die, ne? Oh, der riecht aber auch schön. Oh, das ist auch ein toller Sommerduft. Oh, ja. Also, ich weiß nicht, wie Gäubeeren riechen und geschweige denn, ah, doch Blutorange weiß ich. Ja, das riecht auch so. Hat was Blutorangiges, aber auch irgendwas eher, und das sind wahrscheinlich die Gäubeeren, die ich noch daraus rieche. Ein sehr schöner Duft. Das kann ich mir sehr gut im Sommer jetzt vorstellen. Sunday Brunch ist, glaube ich, wieder Food, glaube ich. Ja, oh, das. Entschuldigung. Das ist mein Maggi-Duft. Genau, den hatte ich nämlich schon mal. Und bin dann so zusammengezuckt hier. Jetzt haben wir hier Sexbomb. Ne? Sexbomb ist. Geh raus hier. So. Ich habe jetzt nur noch diesen Maggi-Duft in der Nase. Ja, Sexbomb ist so. Ich kann ihn nicht beschreiben. Hätte ich jetzt eine Beschreibung vor mir, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, genau so riecht das. Keine Ahnung. Kann ich nicht beschreiben. Und ich habe auch gerade Angst, weil ich bin jetzt gerade bei 24 Minuten, dass ich nach einer halben Stunde, dass mein Handy ausgeht. Ich habe da keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht. Patchouli. Oh, ja, Patchouli riecht wie Yankee Candle Patchouli. Ja, wirklich. Eins zu eins. Viele sagen ja immer so, Friedhofsduft. Nee. Patchouli kann man schön mischen, Leute. Leitlager. Okay. Sagt mir jetzt gar nichts. Oh.
Der ist schön. Hat aber auch was Kaugummi-mäßiges. Fruchtig. Boah, der ist schön. Leitlager. Hätte ich nicht gedacht. Der Name, der verspricht jetzt gar nichts. Dann haben wir Cantaloupe und Lilly. Sind wahrscheinlich zwei Blumen. Meine Güte. Oh ja, der ist auch schön. Auch sehr schön. Riecht aber ein bisschen blumig-fruchtig. Entschuldigung, ich muss das so runterrasseln. Normalerweise bin ich ja nicht so, aber geht halt nicht anders. Oak Moss. Oh, oh mein Gott, ist der schön. Kira, hier. Du musst ihn kaufen. Das ist voll was für dich. Oh Gott. Ja, der ist toll. Der ist wirklich schön, richtig holzig. Aber mit diesem Moos bezogen, das riecht man richtig. Boah, Gott, Jenny, den brauche ich, den brauche ich. Prince Charming haben wir dann hier. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Der Prince Charming, der riecht doch bestimmt richtig lecker. Zart, aber männlich. Also schon maskulin, würde ich jetzt mal behaupten. Aber nicht dieses typische Duschgel-Buff, ne, wenn er versteht. Balsam and Berry. Balsam ist doch auch was Tanniges. Yeah, oh mein Gott, Jenny, du hast jetzt gerade richtig geile Düfte dabei. Oh mein Gott, Kira, das auch. Ich rede jetzt, das Video ist nicht nur für Kira, ne? Aber ich weiß halt, Kira guckt das Video. Und ich weiß ja, was für einen Geschmack du hast. Boah, Balsam and Berries. Berries riecht man nicht. Ich weiß, du magst ja nicht so gerne Beerendüfte. Ah, oh, mega. Kauft euch. Das ist was für Herbst, Winter auf jeden Fall schon. Balsam and Berry. Auf jeden Fall Tannennadeln pur. Midnight for Men. Das ist wieder sehr maskulin. Aber auf eine weiche Art. Erinnert mich an irgendein Parfum. Wild Cherry. Ja, hier haben wir wieder. Ja, Kirsche mit einem Hauch Marzipan. Aber noch nicht mal. Habe ich gerade nur. Der ist schön. Boah, ich glaube, der riecht so ein bisschen wie Black Cherry von Yankee, glaube ich. Argan Magic. Oh mein Gott, da bin ich jetzt mal gespannt. Weil ich liebe alles, was mit so Arganölzeugs ist. Oh ja, der ist schön. Der ist weich. Hat wirklich diese Argan-Note. Oh mein Gott, der ist schön. Ja, der ist schön. Was fürs Schlafzimmer oder so. Mein Gott, mein Gott. Love Spell. Der Liebeszauber. Genau. Ja, der ist schön. Hat auch was Spritziges, Brausiges. Parfümig. Schön. Also auf Jennys Seite stehen übrigens alle Düfte, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, wie die Duftbeschreibung heißt. Also, ne, weil ich habe jetzt gerade leider keine Zeit, um euch die Duftbeschreibung einzublenden. Aber da steht alles. Dann könnt ihr ungefähr wissen, so, ob das was für euch ist. Also hier ist übrigens Coconut Cream Pie. Das ist sehr kokosnusslastig, also wirklich wie, aber so eher so Kokosnussmilch, als würdet ihr gerade eine Kokosnuss aufschneiden. Lemon Pound Cake, ich weiß, dass ich den überhaupt nicht mag. Der ist einfach nur mega kuchig, also das ist halt leider nicht so meins. So, und dann haben wir ja noch die zwei Goodies hier und zwei Cookies. So, und da haben wir nämlich einmal Pear Custard Pudding, den hatte ich auch schon mal, den mochte ich auch nicht. Nee, boah, ich weiß nicht, ich glaube, das Custard ist das, was mir nicht so zusagt. Und Vanille Custard, okay. Ja, aber das geht, das riecht wie Lanchido-Pudding. Vanille. So, und dann habe ich, wie gesagt, zwei Cookies. Denn ich packe die mal sehr schön in Noppenfolie ein, dass ich sogar sehr große, ne? So, und zwar habe ich euch eben erzählt, einmal Moonlight Pass, ne? Moonlight Pass ist einfach so ein toller Duft, den musste ich dann einfach als Cookie haben. Und ich hoffe, ich gucke jetzt gerade mal aufs Handy, weil wir sind jetzt gerade fast bei 30 Minuten, ob das Handy jetzt gleich schlapp macht. Boah, ist der geil, der Cookie.
Normalerweise wollte ich, also pastellig habe ich mir das vorgestellt, aber der sieht schon geil aus. Jetzt sind wir bei 58, 59, 30. Ah, geht weiter, okay. Auf jeden Fall habe ich mir den pastelliger vorgestellt, aber der sieht ja wunderschön aus. Guckt euch das mal an. Oh, der riecht so toll. Ja, Moonlight Pass ist wie gesagt so ein parfümig düsterer Babypuderduft. Einfach nur obermäßig genial. Ich glaube, den gibt es auch für diesen Restock wieder ein paar Cookies. Dann könnt ihr da auch zuschlagen. Ich liebe diese Teile einfach. Die kann man sich ja auch zum Beispiel zu zwei teilen oder sowas. Kann man sich natürlich nicht mehr so schön daran ergötzen, muss man natürlich sagen. Ne? So, und dann hat Jenny eine neue Cookie-Form. Ich persönlich finde die alte schöner, aber das ist ja Geschmackssache. Oh, und hier steht nicht drauf. Was war das mal? Genau, das war Babypowder. Jenny hat vergessen, dieses Etikettchen da drauf zu machen, aber es war, ist nicht schlimm. Ich weiß ja, dass ich es bestellt habe. Also in order. So, und dieser Cookie sieht halt wie gesagt anders aus. Der ist so. Auch schön, keine Frage. Aber ich mag den anderen nicht lieber. Also ist auch. Ups. So, so sieht er aus. Und an manchen Stellen sieht er halt. Das ist halt Handarbeit, ne? Sieht halt, ist halt dicker oder dünner. Wird halt abgewogen. Und demnach bezahlt man. Und das hier ist halt Babypowder. Ich habe halt. Ja, mein Freund und ich, wir stehen ja total auf diesen Duft und wir haben schon so viel davon von unserem ersten Cookie benutzt, dass ich gesagt habe, ich brauche einen neuen. Ja, das war's. Also ihr könnt jetzt, wie gesagt, ihr kennt das ja schon, im Normalfall ist es, ich kann nicht schneiden. Im Normalfall, warum sage ich im Normalfall? Also im Endeffekt, ihr könnt jetzt gleich in 2 Stunden, je nachdem, wann ihr das Video geguckt habt, um 20 Uhr ist der Restock. Und ich hoffe, dass ihr fündig werdet, weil wie gesagt, deckt euch gut ein. Nächsten Monat gibt es keinen Restock. Wir müssen jetzt quasi 8 Wochen warten. Jenny hat quasi Sommerpause und die Mels dann auch. Deckt euch ein und ansonsten sehen wir uns dann halt für ein Restock-Video erst im September wieder. Und für alle anderen Videos, ich hoffe, dass ich irgendwie bei Freunden am Wochenende oder sowas mal ein Video oder so hochladen kann, weil die Videos sind ja auch immer lang und ich weiß nicht, was für eine Internetleitung die haben und so, wenn die so eine haben wie ich, um Gottes Willen. Ich weiß es nicht, wie ich das hinkriegen soll, aber ich hoffe, wir sehen uns. Ich kriege das irgendwie hin. Machen wir es so, machen wir es ganz einfach. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu erwähnen. War halt ein bisschen stressig in den letzten Tagen, aber danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie gesagt, 20 Uhr ab zu Jennys Shop und leer kaufen. Es lohnt sich. Bis dann. Ciao. So, tschüssi.